So, hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Vorstellung vom GroupCraft Server. Diesmal diese Welt, das ist die Lebenwelt, also hier dürft ihr bauen, friedlich leben, RPG machen und Spaß haben. Und ja, es hat sich viel getan, sind auch recht viel online. Dankeschön für die neuen Besucher und es scheint euch richtig Spaß zu machen. Toll. So, ich zeige euch mal, was so neu gebaut wurde. Zuerst einmal möchte ich kurz ins Rathaus reingehen, da. Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich hier spawnen, wenn ihr neu auf dem Server bin. Die Anmeldung findet ihr unten. Und dann müsst ihr noch kurz warten, bekommt eine E-Mail und dann dürft ihr auf den Server, wenn alles okay ist. Und ja, dann geht man hier runter. Und ja, kleine Info am Anfang. Hier könnt ihr zum Beispiel Bücher einfach anmelden. Also ihr habt am Anfang noch keine Baurechte. Dürft ihr gerne hier Bücher ding und dann ein Admin oder OP zu euch ja, holen und dann dürft ihr auch bauen natürlich. Das ist auf der Sicherheit, dass keine Griefe sofort irgendwas zu stören wollen oder so. Und ja. Dann gibt es Zone Nord, Zone Ost, Zone Süd, Zone West. Ich weiß, dass die Zone West die Zukunftsstadt ist und das ist eigentlich so die Mittelalter. Ja, nicht unbedingt realistisch, aber also ihr dürft auch Fantasy-Gebäude hier bauen, aber es gibt natürlich auch eine Zone, wo ihr dann Fantasy bauen könnt, also richtig Fantasy, was ihr möchtet. So. Und in der Zukunft, da. Ja, gibt es zum Beispiel noch einen Warp, ein Portal, wo ihr in den Weltraum kommt. Das ist dann eine Endewelt. Die ist dann, ja, hat es Planeten dort. Also wir werden Planeten nach und nach bauen. Und wahrscheinlich mit Word-Editor am einfachsten dann verzieren. Und ja, da dürft ihr Raumschiffe, Raumstationen bauen, alles Mögliche. Weil es ja auch zur Zukunft, also zur Zukunft, zur. Science Fiction. Jo. Ja, das ist der Haus von Mega Coolman. Mega Coolman ist der Plugin-Entwickler und Umgestalter und so, Anpasser. Und er baut mit mir ein bisschen schon mal an die an der Vorbereitung zur Zukunftsstadt. Und ja, die wird bald eröffnet. Dann dürft ihr dort natürlich auch bauen. Und ja, dann schaue ich mal kurz hier, weil hier gerade jemand baut und das ist der Floster. Okay, der Operator baut hier etwas. Bin mal gespannt, was es wird. Und hier oben baut der Shinji Chi. Shinji Chi Senpai. Also, er baut was Erdiges, also ein Hügel oder so. Und darauf ein Haus. Und hier unten. Aha, und hier unten ist der Garten mit ein paar Springbrunnen. Nicht schlecht. Jo. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ups, nicht zu schnell. So. Das ist der Shinji Senpai. Gut. Ja, hier gab es eine Brücke zu meinem Haus und auch links und rechts rüber, damit wir einfach hier über den Fluss kommen. Wir könnten auch hier durchgehen, aber Brücke ist gut. Okay, sorry für den Unterbruch. Ja, hier baut Toby Nation, hat ja einen Stall gebaut. Und jetzt tut er das Schweinchen hier rein. Okay. Peter, das Schweinchen, unser Maskottchen. Gut. Später bin am Aufnehmen. Hier baut Black Shadow, der hier unten in der Hobbithöhle wohnt, eine Windmühle. Er wohnt hier und hat hier so ein Hobbit. Haus gebaut, so eine Höhle. Okay.
auch interessant und schön. Ui, Aufnahme, ui. So, jetzt kommt etwas sehr Spezielles. Der Liox, der baut hier eine Felswandstadt schon fast. Mehrere Häuschen. Und hier oben eine Ruine oder so. Wow, der baut ja richtig. Der ist gerade am richtig bauen. Also das hat er innerhalb von eigentlich seit gestern Abend, Spätabend hat er angefangen und ist jetzt um 2 Uhr nachmittags nächsten Tag schon soweit. Also richtig toll. Da unten ist auch noch etwas. Schauen wir mal rein. Ah, da geht's nach oben. Wow, ein Weg zu Flosters Haus. Mit seinen blauen Fenstern. Sieht gut aus. Und die Balken gefallen mir auch. Hier sogar schräge Balken. Mit Schnee noch drin. Auch ein sehr schönes Haus. Super, also richtig schöne Bauten auf dem Server. Dann gehe ich noch kurz hier hinten. Ich weiß nicht, ob ihr noch was gebaut habt. Also wenn ich etwas vergesse, ich werde es dann im nächsten Video nachholen. Nächsten Vorstellung von Gebäuden und so. Von den Welten. Genau hier, ja, da ist der Schild. Wird ein Bauernhof kommen. Da könnt ihr immer wieder Sachen ernten und bitte wieder anpflanzen und Tiere halten und bitte wieder nachzüchten. Also wenn ihr zwei schlachtet, bitte auch wieder zwei Kinder machen, wenn es geht. So. Ja, jetzt muss ich kurz schauen im Westen. Ich schneide es mal kurz. Ja, ich schneide es mal kurz, weil es ungefähr 1500 Meter weit weg ist. Bis gleich. So, wir sind hier. Hier habe ich und Mega mal eine Stadtmauer gebaut. Sie wird noch natürlich noch verschönert und so. Und ab hier könnt ihr dann Zukunft bauen. Und sie wird natürlich auch noch größer, also sie ist noch nicht so lang. So, schauen wir mal hier unten ins Tor. Also hier oben hat man Glowstone, das sieht man bei mir nicht so gut. Wegen dem Wasser. Aber mit einem Shader sieht man das gut. Und hier drinnen ist noch nichts. Ja. So. Und eben, hier werden wir noch eine Raumstation machen mit dem Portal zur Weltall. Und ja, vielleicht noch etwas anderes. Also wenn ihr Ideen oder so habt, dürft ihr es mir gern mitteilen. Und ja, eben wenn ihr auf den Server kommt, unten ist die Anmeldung, Link. Und ja, wir freuen uns auf jeden neuen, guten und netten Mitspieler. Dankeschön. Tschüss.